Sonne als Erster begrüßen will, den muss sie früh auf dem Gipfel finden. Diese gefahrvolle Erstbesteigung der Ostwand, nur begleitet von meinen wackeren Bergführern, Vater Rheintaler und Sohn, zwei Prachtkerle, war die schönste Tour meines alpinistischen Daseins. Jetzt kommt's. Die ersten Strahlen des aufgehenden Sonnenballs tauchten das Gipfelmeer in ein märchenhaftes Licht. Wie herrlich ist die Welt, dein Xaver. Ist er nicht ein Dichter? Hätten Sie das jemals von meinem Mann geglaubt? Nie. Wunderbar, wie er das schildert. Man riecht direkt den Bergwind. Wirklich fabelhaft. Ich habe nie gewusst, dass dein Vater eine so poetische Art hat, liebe Alice. Ist mir auch vollkommen neu. Aber Männer blöffen ja immer. Papa ist kein Mann. Ich meine nicht so einer, wie du meinst. Bravo, Lore, bravo. Und du, mein Sohn, hast eben keine Ahnung, was für ein feiner Mensch dein Schwiegervater ins Fee ist. Alice bekommt in dir auch keine schlechten. Kinder, ich habe zu Vaters 50. Geburtstag eine große Sache vor. Ich lasse seine Briefe aus den Bergen als Buch drucken. Oh, fein. Darüber wird sich Papa bestimmt sehr freuen. Man müsste es annehmen. Wo treibt er sich denn eigentlich herum, mein Freund Xaver? Keine Ahnung, wo er im Augenblick herumsteigt. Seit 4 Tagen habe ich keine Post von ihm, habe deshalb schon nach Innsbruck telegrafiert an das Hotel Alpenrose. Ein Telegramm für Herrn Direktor Lallinger. Lallinger wohnt nicht bei uns. Wohnt er bei uns ein Lallinger? Natürlich. Das ist doch der. Ach, der ist das? Die Sache geht in Ordnung. Das Telegramm wird umadressiert nach München. Bleib doch da, lass doch den Sausen kommen. Unser Gönner soll leben! Ja, wo ist denn unser Kübelkürk? Ja, wo ist er denn? Ja, jetzt wird's gut. Wir haben den Lallinger und die Fritzi verloren. Küssen soll man auf den Mund. Hä? Das macht jung und sehr gesund. Ja, bitte. Bevor ich mich schlagen lasse, nippe, Mädchen. Mama, sieh mir die Augen, der Schleine! Lass mich doch noch ein bisschen! Fritzi! Fritzi! Fritzi, komm auf! Liebe Freunde! Das Kostüm unseres verehrten Freundes und Gönners, des Herrn Direktor Franz Xaver Lallinger, ist zweifellos das Schönste des heutigen Tages. Aber er ist ein Eunuche, wie er leibt und lebt. Was für ein Direktor ist er denn eigentlich? Was wird er schon sein? Ein Theaterdirektor, glaube ich. Das Festkomitee hat darum beschlossen, den BB-Direktor Lallinger das Großkreuz von Schwabilon für darstellende Kunst. Ja! Silenzio! Unseren preisgekrönten, dekorierten Eunuchen. Was ist so? Ist er richtig? Ja, also dann Salam aleikum, liebe Arbeitskameraden. Du bist doch da nicht in deiner Seifenfabrik. Hä? Ja, also Kinder, was soll ich lang reden? Trinkt auf meine Gesundheit. Ich kann's nämlich brauchen. Ja, ihr seid alle so lieb und nett zu mir. Ich ernenne euch, ihr Süßen, zu meinem Harem. Na, das ist ja allerhand. Erst schwörst du mir ewige Liebe und Treue und jetzt schaffst du dir hier ein Harem an. Aber Buzerl, schau, ich bin immer ein Großverbraucher, ein Konsumverein. Aber du bist mir schon die Liebste, so quasi meine Lieblingsfrau. Ich ernenne dich zur Lieblingsfrau des Maskara. Was? Ich bin die Lieblingsfrau des Maharaja. Ja, sowas gibt's doch gar nicht. Ach du meine Güte. Ja,
wo bin ich denn überhaupt? Ja, sowas. Ja, entweder tränkt mir vom Paradies oder ich bin noch blau. In dem besonderen Fall ist aber blau keine Farbe, sondern ein Zustand. Ist ja ganz egal, Heimblende, Vertrauensfrage. Ja. Wird sich das Mädel da hinten nicht erkälten, die dir gar nichts an wie Haut? Aber geh's, ich bin's doch gewöhnt, ich bin doch so auf die Welt gekommen. Na ja, Fräulein, ich auch nicht in einem Paletto. Deshalb renn ich doch nicht nackt herum. Ne? Ja, was ist denn, was hast du denn? Ne? Einen Haarspitzenkater, einen Kater habe ich. Ja, was ist denn, wer hab ich denn da von euch als Papierkorb benutzt? Ach, das ist ja das Telegramm, das du gestern nicht lesen konntest, wegen Nebelbildung. Ach, so, da wird nichts Wichtiges sein. Wer ist denn Johanna? Was sagst du? Johanna? Wo ist denn mein Zwicker? Mein Augenglas? Meine Sehschärfe? Wo ist denn mein Jackett? Ich seh doch ohne dem Ding nichts. Das ist meine Joppe, ja? Wieso rede ich doch nicht? Also lach nicht, Heimpel, mir ist gar nicht zum Lachen. Was in diesem Telegramm drin steht, muss ich wissen. Ach, das ist doch nur eine Anfrage. Ach so. Schon 4 Tage ohne Nachricht. Stopp, bin in Sorge. Stopp, schreibe sofort oder ich komme nach Innsbruck. Johanna. Stopp, das wäre ja mein Ende. Dann käme ja alles auf und ich bin ein toter Mann. Aber es heißt doch, schreibe sofort oder ich komme. Also schreiben Sie, dann kommt die Johanna nicht. Reden Sie nicht so unangezogen über ernste Dinge. Komme nach Innsbruck, Johanna. Entsetzlich. Ja, will sie mir nicht sagen, wer die Johanna ist? Psst. Johanna ist meine Frau. Oha. Was will denn die in Innsbruck? Ja, mich besuchen. Offiziell bin ich doch in Innsbruck und mache Bergtouren. Ah, so einer bist du. Nein, aber einmal im Leben wollte ich allein Urlaub machen. Erholung von der Ehe. Meine Johanna hat mich doch immer unter ihrer Fuchtel gehalten. Und hat mir einen Kegelbruder, der Arzt ist, Höhenluft verordnet. Überall hin wäre er meine Frau mitgefahren, nur in die Berge nicht. Die Alpen kann sie Gott sei Dank nicht leiden. Nicht allein losgezittert. Verstehst du meine Tat? Na, vollkommen. Ausflug ins Paradies der Junggesellen, ne? Sag mal, wie bist denn du gerade auf Innsbruck gekommen? Ja, ein guter Freund von mir, der auch öfters in die Berge fährt, gesundheitshalber, der hat mir die Adresse vom Hotel Alpenrose in Innsbruck verraten. Und da habe ich dem Portier 50 Mark geschickt, damit er mir meine Post nach München nachsendet. Ja, aber wenn du schreibst, schicke ich meine Briefe nach Innsbruck und der Portier gibt sie dort für mich auf. Du bist ein ganz raffiniertes Ast. Ja. Eine fast 23-jährige, ununterbrochene Ehe, die macht erfinderisch, zwangsläufig, verstehst du? Franz Xaver hat meine Johanna zu mir gesagt, wenn ich schon deine Bergtour nicht mitmachen kann, dann will ich sie wenigstens deinen Briefen miterleben. Und weil ich vom Bergsteigen so viel Ahnung habe wie eine Kuh vom Radfahren, habe ich mir ein Buch gekauft mit dem Titel Auf den Bergen ist Freiheit. Von Hans Lindenburg. Mhm. Das Buch kenne ich. Ich habe es übrigens auch. So ein gutes Buch. Daraus schreibe ich für meine Frau die herrlichsten Bergbriefe auf. Ja, aber wenn dann deine Frau zufällig das Buch zu lesen bekäme? Och, meine Frau kann ja nicht lesen. Na, ich meine, sie liest so etwas nicht, weil sie kein Interesse hat für höhere Regionen. Ah, na ja, dann kann dir ja nichts passieren. Mhm. Hast du eine Ahnung? Wenn meine Johanna nach Innsbruck kommt, dann habe ich ausgelebt, mein Lieber. Da bin ich erledigt. Futsch, ausratiert in 0,0. Meine Hansi ist im Nahkampf fürchterlich. Ja, du musst den Angriff im Keim ersticken. Da hast du einen Briefsteller. Schreib ihr, bevor sie abfährt. Mach ich. Eine neue alpine Tat per Eilbrief ist fällig. Stellt euch auf, leise, leise, kein Geräusch gemacht. Ihr verderbt uns sonst den ganzen Spaß. Los, guten Morgen. Frohlocket und freut euch, wir bringen das Katerfrühstück in den Olymp. Fritzi, du bist ein Götterweib. Los her mit dem Büchsenöffner, sauer macht lustig, es gibt Rollmöpse. Wo gibt's Rollmöpse? Ja, da, schau her. Mein Maharaja. Servus, Bubi. Nichts sagt, er muss arbeiten. Oh, komm doch ein bisschen her zu mir. Lass mich nicht in meinem Schmerz allein. Ruhe, denk an Johanna. Bringt mir doch einen Rollmops. Da, lösche sein Brand. Was tut er denn? Der schreibt. Was schreibt er denn? Einen Liebesbrief? Nein, etwas Wichtiges. Ein Theaterstück vielleicht denn? Ein Theaterstück? Du, wo hat er denn sein Theater? Vielleicht engagiert er mich. Kinder, das Geschnatter ist ja fürchterlich. Seid doch ruhig. Der Herr Direktor braucht Ruhe. Liebe Johanna, eben erst erreicht mich dein Telegramm. Ich komme gerade von einer herrlichen Nachtwanderung zurück. Mein Herz ist noch erfüllt von der unendlichen Stille gigantischer Gipfelwelt. Oh, ist das Bergsteigen schwer. Direktor hier, ja? Sind Sie denn immer noch nicht fertig? Ruhe, raus aus meinem Panorama. Eben bot sich meinen Augen ein unvergesslicher Anblick. Ach, Sie kleiner Schmeichler, Sie. Oh, welch schönes Leben. Ist das Steigerleben. Trotzdem die schwere Kletterei den Einsatz aller Kräfte erfordert. Unbeschreiblich ist das Glücksgefühl auf dem Gipfel. Wundervoll, der Stil.
Mein Herz jubelte am Busen der Natur. Auf den Bergen ist Freiheit. Freiheit? Was sich eben mein Mann so unter Freiheit vorstellt. Da lachen ja die Gemsen. Du solltest dich wirklich etwas schämen. Kannst du dich denn überhaupt nicht mehr begeistern? 50 Jahre lang ist dein Vater ein schlichter Bürger gewesen und jetzt entpuppt er sich als ein Held und Dichter. Himmlisch. Ihr seid hoffnungslos romantisch veranlagt. Ich traue keinem Mann. Ich auch nicht. Aber Papa ist eine Ausnahme. Was versteht ihr denn schon von Männern? Ihr redet wie der Blinde von der Farbe. Na ja, Mann. Also ich wünsche nicht, dass ihr von diesen Dingen etwas versteht. Schluss der Debatte. Alice, gib mir mal die Kassette mit Vaters Briefen. Bitte, Mama. Dein Schatzkästlein. Mein Schatzkästlein. Nun sind es schon 15 Briefe und jeder ist ein Meisterwerk der Poesie. Poesie? Papa will dir doch nur imponieren, um dich in Zukunft beherrschen zu können. Er ist eben mein Mann. Mutti, du machst ihm wirklich zu leicht. Leg die Zigarette weg. Frauen, die rauchen, enden in einer Nervenheilanstalt. Sollte die an ihre Männer glauben, aber auch. Ich beneide Papa. Es muss herrlich sein in den Bergen. Meine Verehrung, Herr Professor. Womit kann ich Herrn Professor dienen? Herr Wutz, ich muss Ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Oh, bitte gern. Wie Ihnen sicherlich bekannt, feiert unser allverehrter Herr Direktor Lallinger in Kürze seinen 50. Geburtstag. Ach, nichts ist mir fremd, Herr Professor. Haben Sie diesbezüglich einen besonderen Wunsch? Ja, ich weiß nicht. Ich denke, da mein Freund Lallinger so gern in den Bergen herumsteigt... Oh, Herr Professor, Bergbücher habe ich einige besonders schöne, so. Sehr interessante... Zeigen Sie mal her. Nein, nein, das kenne ich, das ist nichts. Nicht. Und das auch nicht das Richtige. Aber das... Das da. Oh, das ist etwas zu hoch für meinen Freund Xavier. Haben Sie nichts Leichteres? Moment mal, Herr Professor. Bitte? Hier habe ich eine neue Erscheinung. Auf den Bergen ist Freiheit von Hans Lindenburg. Hans Lindenburg, so. Ja. Ist gut, ja. Sehr schön. Sehr schön, so. Konkret. Wer die Sonne als Erster begrüßen will, den muss sie früh auf den Gipfel finden. Diese gefahrvolle Erstbesteigung der Ostwand, das kommt mir aber bekannt vor. Nur begleitet von meinem wackeren Bergführer, Vater Rheintaler und Sohn. Ach, so ein Schwindler, so ein alter Steiger. Na, warte. Herr Wutz, dieses Buch nehme ich, das ist wunderbar. Jetzt weiß ich wenigstens, wie mein Freund Xaver seine Hochtouren macht. Müssen Sie denn wirklich schon abreisen, Direktor? Ja, mein Bedarf ist gedeckt. Aber können Sie nicht noch wenigstens nur ein paar Tage bleiben? Nein, jetzt ist Schluss. Ist ja auch schon das vierte Abschiedsfest, das wir feiern. Aber ich werde an Ihr Theater engagiert. Ich war bitte, bitte. Aber Sie haben es mir doch versprochen. Budi, Budi, Budi. Aber hör doch auf, Buzerl. Ich habe dir doch immer gesagt, dass... Moment, Hempel. Ja, aber hallo, Herr Direktor. Hempel, Hempel. Du, pass auf, Hempel. Du musst mir unbedingt helfen. Bring doch dieser verrückten Fritze bei, dass ich kein Theaterdirektor bin. Sag es doch selber. Ich habe es ja schon 100 Mal gesagt, dass ich eine Seifenfabrik habe. Aber sie glaubt mir das nicht. Frauen glauben mir überhaupt nie etwas. Ja, ich weiß das Gegenteil. Deine Frau zum Beispiel glaubt dir doch. Ja, hoffentlich, sonst war voriges Jahr mein letzter Geburtstag. Franz, endlich. Ja, das ist aber fein. Herzlich willkommen daheim, Menne. Auch so viel, Johanna, daheim ist daheim. Ich danke dir für deine herrlichen Briefe, Franz. Als ich sie las, kann ich dich kaum wieder, so heldenhaft erschienst du mir. Ja, weißt du, haben sie aus der Entfernung da wirklich eben anders. Morgen, Papi! Ach, Lorekind, guten Morgen. Na, Nesthäkchen, gut siehst du aus. Morgen, Papa! Alice, na, ihr zwei. Aber Papa, du siehst hier so blass aus. Hä? Hast du keine Sonne gehabt? Ja, wenig, weißt du, wenig. Und diese Gewalttouren, die ich hinter mir habe, die nehmen natürlich den Menschen fürchterlich her. Benno, ich zieh mich gleich um, ja? Jawohl, Herr Direktor, es ist alles bereit. Allerhand Hochachtung. Die Bergausrüstung, die Strümpfe, die Hemden, alles liegt noch so ordentlich im Koffer, wie ich es eingepackt habe. Dafür sieht es in dem anders aus. Wie Kraut und Rüben, alles durcheinander. Wie ist denn das nur möglich? Der Herr hat doch jeden Tag große Touren gemacht. Und alles liegt noch da wie unberührt. Das
ist doch merkwürdig. Da ist gar nichts merkwürdig. Was man liebt, hält man eben in Ordnung. Und außerdem geht euch das keinem Pfifferling an, der keine Ahnung vom Bergsteigen. Was es heißt, den Berg zu bezwingen, weiß ich. Das ist phänomenal, mein lieber Werkmeister Hoffmann. Und deshalb beglückwünsche ich den Chef heute nicht als Kompagnon, sondern als Vorstand des Wanderclubs vom Fels zu Meer 1887. Dann entschuldigen Sie mich, Herr Stuckmeier, ich habe bloß gemeint... Bitte, bitte. Wie gesagt, heute ist dort mein Platz. Die Führung der Belegschaft übernehmen wir. Das wird phänomenal. Briefe aus den Bergen von Franz Xaver Lanninger. Deine teure Johanna hat als Extrageschenk deine Briefe drucken lassen, das heißt als Buch herausgegeben. Das darfst du aber noch nicht wissen, das soll die erste Überraschung sein. Das ist eine Schnapsidee. Oh, ich begrüße die Idee deiner Johanna, denn deine Arbeit verdient es. Auch ich bin ehrlich überrascht über deine poetische Ader. Sag mal, woher nimmst du das bloß? Hm? Aus der Fülle der Natur. So wirkt eben die Bergeinsamkeit auf den Geist, verstehst du? Ja, ja. Besonders, wenn man die Bergeinsamkeit und den Geist im Tal kaufen kann. Wie? Da, du Hochtourist. Ist das vielleicht schon mein Buch? Nein, das ist sein Buch. Sein Buch? Wem sein Buch? Ja, dein Briefstehler, aus dem du abgeschrieben hast. Auf den Bergen ist Freiheit von Hans Lindenburg. Ach du meine Güte. Ja, das ist die zweite Überraschung. Ja, weiß doch meine Frau was davon? Aber geh, ich bin doch dein Freund. Ja, Gott sei Dank, du. Ich habe jetzt richtig dir ein Herz klopfen. Das ist ja auch allerhand auf nüchternen Magen. Ja, das kommt daher, weil du deine Touren immer allein machst, du alter Steiger. Was soll ich denn tun? Ja, das nächste Mal mich mitnehmen. Nein, ich meine ja wegen den Büchern. Da muss doch was geschehen, sonst geschieht was. Dieser Lindenburg ist doch sicher ein Bärenlackel, der macht vielleicht Hackfleisch aus mir, wenn er draufkäme. Du, pass auf, ja. Du musst die ganze Auflage von meinen Büchern aufkaufen und vernichten. Aha. Das Buch darf niemals der Öffentlichkeit erscheinen. Ja, ja? Morgen gern, aber jetzt muss ich auf dem Bahnhof die beiden Rheintaler abholen. Wen? Die beiden Rheintaler, deine Bergführer. Um dir eine Freude zu bereiten, hat sie deine Frau für heute eingeladen. Das wäre sowas, wenn die wirklich existieren würden. Aber die hatte der Dings da, von dem ich abgeschrieben habe, nur erfunden. Nein, die existieren wirklich. Ach. Und kommen heute an. Ja, das ist die dritte Überraschung. Das ist ja keine Überraschung mehr, das ist ja eine Katastrophe. Das wäre ja entsetzlich. Meine Frau ist maßlos im Freude bereiten. Du, pass auf, Julius, du musst mir auch eine maßlose Freude bereiten. Ja. Du musst am Bahnhof die Rheintalers abfangen, ja? Alarmier die Polizei und lass sie verhaften und ausweisen. Oder sag, ich bin gestorben an den Masern vielleicht. Jedenfalls dürfen die Rheintalers hier nie lebend ankommen. Das ist mein Tod. Jetzt muss ich sterben, Vater. Mir ist ja so schlecht. Wasser haben wir Rheintalers nie vertragen, aber es wird schon wieder, wir sind ja bald da. Schau nur, wie schön es da ist. Es ist aber ganz was anderes als wie die ewigen Berge. Wie man nur da jodeln kann, wenn das einzige Kind im Sterben liegt. Ein Geschenk von Professor Huber. Er hat es nach einem Foto von dir malen lassen. Ah. Freust du dich? Ja, maßlos. Soll wohl ich sein, was? Papa? Ja? Und das ist von mir. Handarbeit. Habe ich selbst gestickt. Oh, das ist aber was sehr Schönes, Lorekind. Na, du bist ja auch meine Beste, du. Papa, bitte, ja. Darf ich dir auch meinen Beitrag zu deinem Geburtstag überreichen? Donnerwetter, die Architektur von Alice Lallinger? Ja. Sag mal, das Bücherschreiben liegt doch gar nicht in unserer Familie. Woher hast du denn das Talent? Von dir, mein Liebling. Hm? Von dir. Und hier mein Geschenk zu deinem Ehrentage. Franz Xaver Lallingers Meisterwerk. Aber Johanna, was soll das? Deine herrlichen Briefe dürfen doch der Nachwelt nicht verloren gehen. Aber Hansi, die Briefe waren doch nur für dich bestimmt. Nein, alle sollen von deinem Geist profitieren. Das Buch wird dich berühmt machen. Ja, lieber nicht. Weißt du, wer sich so mit lautem Posaunenschall ankündigt, muss oft mit leisem Trommelgang abziehen, ne? Musik. Anfangen. Sag mal, was ist denn da draußen los? Die Gratulanten. Komm. Achtung! Hoch! Der Tarn ist ja viel zu früh. Als Präsident des Wanderclubs vom Fels zum Meer 1887 habe ich die phänomenale Ehre, Sie, Herr Generaldirektor und Kompagnon Lallinger, in Anerkennung Ihrer phänomenal hohen, hochtouristischen Hochleistungen zum Ehrenmitglied des Wanderclubs vom Fels zum Meer 1887 zu ernennen. Phänomenal. Wollte ich eben auch sagen. Bergheil! 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 Lieber Stuckmeier, ich danke Ihnen herzlich.
Ich bin begeistert. Jetzt fehlt mir nichts mehr zu meinem Glück. Hochverehrter Jubilar, vorüber sind heute 50 Jahre. Und in Ihrem ganzen Leben war immer reines Aufwärtsstreben. Ach, wie wäre die Welt so dreckig, ohne Seifen, rund und eckig. Drum wünscht von ganzem Herzen Glück das Personal der Lalli Seifenfabrik. Ich danke dir schön, Maxl, und euch allen, wenn ich den erwische, das Gedicht gemacht hat. Oh. Rein, Taler! Den kenne ich nicht. Rein, Taler! Rein, Taler! Die müssen doch in dem Zug sein. So, da bin ich. Jetzt ist mir wieder besser. Was Hoffmannstropfen genommen? Jawohl, ich bin ein kaltes Weib. Zwei Stamperl, 90%igen Alkohol habe ich früher gesoffen. Was? Ein Augenblick, jetzt wird mir auch schlecht. Hoffentlich komme ich noch nicht zu spät. Brandl, Presse Watz vom Fels zum Meer. Ich schreibe für die Geflügelzeitung. Ich möchte Sie gern interviewen. Sie kennen mich. Herzlichen Glückwunsch, Herr Lallinger. Das hätte ich Ihnen nie zugetraut. Ja, wieso? Wirklich großartig. 50 Seiten hervorragendster Literatur. Ich meine, wieso kommen Sie zu diesem Buch? Dein Werk ist doch bereits im ganzen Volk bekannt. Das habe ich doch schon an alle Freunde und Bekannten verschickt. Auch das noch, so was Liebes. Mein Ehre, wem Ehre gebührt. Ich werde jetzt mit Ihnen ein Interview über Ihr Privatleben zusammenbrauen, das sich gewaschen hat. Aber Herr Brandl, wäre ja viel zu viel. Überlassen Sie das nur mir. Passau und die Welt wird staunen. So. Na, Sie auch. Kommen Sie nur mit. Also, das ist der schönste Tag meines Lebens. Ich will nur meine Ruhe haben. Meine Frau bildet sich ein, ich müsste unbedingt berühmt werden. Seit Jahren quält sie mich damit. Ja, aber mit Recht. Schon als Zehnjähriger nahm er sich vor, die Welt einmal mit einer hochalpinen Leistung zu überraschen. Wie bitte? Ja, wer sagt Ihnen denn sowas? Nur Ihre Frau. Es ist doch nicht so. Ah, also hier sind die unsterblichen Werke entstanden. Die Arbeitsstätte des Genies. Geniale Unordnung. Korkfederhalter mit Kugelspitzfeder, Drehbleistift, sehr interessant. Hallo, da hier, wer dort? Safer, ich bin da. Frau Lockett, die Rheintaler sind nicht angekommen. Ja, ja, verlass dich drauf, ich war ja selbst am Bahnhof. Ja, das andere wird auch besorgt. So, jetzt ist mir leichter. Und nun trinken wir darauf, dass meine Bücher bald vergriffen sind. Darf ich Ihnen einen Cognac anbieten? Nein, nein, Alkohol am Tag ist Gift für mein Gedächtnis. So, dann bekommen Sie einen doppelten. Oh, was ist denn das? Ein Briefbeschwerer? Sicher Filzgestein von der Zugspitze. Irrtum, das ist ein Sodabrocken. Franz Xaver, Herr Brandl hat recht. Es ist natürlich Filzgestein von der Zugspitze. Ja, wie du meinst, Hansi. Kann man nichts machen. Männer, weißt du denn nicht, was du deinem Ruhm schuldig bist? Ich bin keinem Menschen Ruhm schuldig. Ich habe meinen Schnaps noch immer bezahlt. Und Sie, Brandl, wenn Sie es nicht sofort auf meinen Geburtstag trinken, dann bin ich aber ernstlich böse. Ja, na dann muss ich wohl. Setz uns wohl. Herr Brandl, wissen Sie überhaupt, dass das Buch meines Mannes wie rasend gekauft wird? Haben Sie mir jetzt alle Lallinger Bücher gegeben, ja? Das war der Rest, Herr Professor. Jetzt danke. Ist kein Stück mehr da. Dankeschön, Herr Wutz, danke. Und wohin jetzt, Herr Professor? Zum Einstampfen. Aber okay, komm, einer wird noch gezwitschert, dann stimmt der Laden, ja? Nein, ich muss ja frisch bleiben. Aber du musst nicht frisch bleiben. Nein, ich trinke nicht mehr. Aber Brandl, Sie werden mich doch nicht kränken wollen, hä? Otto, Mensch, pass auf, Mensch. Wir trinken Bruderschaft, alter Freund, was? Bruderschaft. Na, leg doch das blöde Buch mal weg. Na, endlich, siehst du. Jetzt komm her. So. Na? Ich werde dich berühmt machen, mein Lieber. Mein Lieber. Nein, mein Lieber. Lieber nicht. Doch. Doch. Ich schreibe ein Interview über dich. Aber geh. Fabelhaft. Mein Geist ist mein Vermögen. Armut schändet nicht, Otto. Ja, ja. Benno, kommen Sie her. Schaffen Sie diesen Herrn ins Fremdenzimmer. Ins Fremdenzimmer, jawohl. Sperren Sie aber gut ab, damit er nicht mehr rauskommt. Wohin ging ich? Ins Fremdenzimmer. Das ist nicht nötig. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Der wäre unschädlich gemacht. Und du, Traumbuch meiner holden Gattin, verschwinde. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Franz Xaver, ja? Die Rheintaler sind da. Wer? Das ist ja nicht möglich. Mich trifft ja glatt der Schlag. Menne,
Ich wusste, dass du die Fassung verlieren würdest bei dieser Überraschung. Die Rheintaler. Die 13. Phänomenal. Wo suchst du? Der Kai. Herzlich willkommen in unserem Heim, ihr wackeren Freunde meines Mannes. Grüß Gott, Gottfrau. Ach, Frechheit, steh mal bei. Also, Franz, freust du dich? Ja, wahnsinnig. Ich wollte dich überraschen. Ja, das ist dir großartig gelungen. Ja, Gott, grüß euch. Ja, ja, gut seht ihr zwei aus. Immer noch der Alte und der Junge, der Jakob, der Jackele. So klein war er früher, der Jackele. Ich bin ja der Sepp. Natürlich, das bist du auch. Na, und du, alter Freund. Hm? Zu Hause alles in Ordnung? Wie geht's der Frau? Ja, wahrscheinlich gut. Die ist schon 10 Jahre tot. Ach so, drum sah ich sie so selten. Na, und du? Wie geht's den Kinderchen? Ich bin ja nicht verheiratet. Ja, das weiß ich doch, aber deshalb kann man doch Kinder haben. Ne? Franz, deine Freunde haben eine lange Reise hinter sich. Du musst ihnen etwas anbieten. Das ist eine großartige Idee, natürlich. Wenn der Vogel säuft, dann singen die nicht. Benno, ja, führe ja. Meine zwei Bergführer in den Weinkeller, ja? Aber Franz, das geht doch nicht. Das geht großartig. Los, Benno, los, rund in den Keller damit. Spinnen in dem Haus alle. Ich nicht. Das sagt jeder. Weißt du, die beiden müssen sich doch erst akklimatisieren. Denk doch an den Höhenunterschied, nicht wahr? Von da oben aus der dünnen Luft zu uns in die dicke Luft. Ich verstehe dich überhaupt nicht, Johanna. Wie konntest denn du die beiden Menschen aus dem Klettergarten der Gemsen und Steinböcke ausgerechnet zu uns hierher kommen lassen? Es kann doch ungeahnte Folgen haben. Ein Telegramm, gnädige Frau. Danke. Da werden heute sicher noch mehr kommen. Ja, Vater Rheintaler, hier bitte. Hey, 100 Mark, ja. Das braucht's aber nicht. Aber geh, eine Hand wäscht doch die andere, das ist mir der Spaß wert. Ja, sehe ich spaßlos einmal gefallen. Aber meine Frau dürfte kein Wort verraten. Nicht uns verrecken. Also, wie war das? Die Touren, die wir mit Herrn Lindenburg gemacht haben, die sollen wir mit Ihnen gemacht haben. Genau so, ganz richtig. Du bist ein wacher Geist. Sie können ihn auf uns verlassen für solche Touren, da sind wir schwindelfrei, gell, Sepp? Das kann Ihnen nichts mehr passieren. Na, also, dann stimmt ja der Laden. Prost, mein Herr. Prost. Franz Xaver, komm mal sofort herauf. Was hat sie gerufen? Franz Xaver. Komm mal sofort herauf. Heiliger Bimbam, da stimmt ja schon wieder was nicht. Franz Xaver. Ja, hören Sie? Was heißt das? Hm? Ein Prosit dem Familienzimt dein Harem. Familienzimt? Ja, ich meine, was soll das heißen, dein Harem? Ja, was soll das heißen, dein Harem? Das ist nicht so einfach, Johanna, weißt du? Natürlich, doch. Weißt du, wir Bergsteiger, ne? Ich meine, die Bergsteiger haben doch einen unerschöpflichen Humor, nicht? Und da gratulieren wir die zum Geburtstag. Und der das angeregt hat, der heißt eben Harem. Spaßig, was? Harem? Ausgerechnet Harem? Ja, ausgerechnet Harem. Das riecht aber nach viel Weiberei. Ja, das ist schon möglich, aber in diesem Fall ist es kein Geruch, sondern ein Spitzname, weißt du? Dieser Harem, das ist so einer, der fährt nie allein ins Gebirge, weißt du? Der bringt immer was mit und immer eine andere. Ja, haben Sie, solche Männer gibt's auch. Du weißt ja gar nicht, was du an mir für ein Juwelchen hast. Es ist ein alter Trick der Männer, sich gegenseitig auszuspielen. Fauler Zauber, der bei mir nicht sieht. Lass doch diese weibischen Zigaretten. Da, nimm eine Zigarre, passt doch viel besser zu dir. Bitte? Danke, das kann ich schon allein. Eure Galanterie, eure sogenannte Rücksichtnahme ist eine Anmaßung, nichts weiter. Ihr wollt uns nur einreden, dass wir hilfsbedürftig sind. Das ist aber ein Irrtum. Eigentlich sehr angenehm, dass du mich von den galanten Pflichten des Mannes zur Frau entbinden willst, Alex. Ist Alex? Na ja, Alice hat doch auch so einen weiblichen Beigeschmack. Und was soll denn das heißen? Dass es hier sehr heiß ist. Warum soll man unter uns Männern es sich nicht bequem machen? Bitte, wenn es dir Spaß macht. Siehst du, so gefällst du mir. Mit dir könnte ich Pferde stehlen gehen. Also pass auf, Sepp. Du musst sämtliche Bücher, die die Herrschaften da in der Hand und in der Tasche haben, wegräumen. Verstehst du? Requirieren meinen Sie? Ja, meinetwegen mit Gewalt. Jedenfalls weg müssen sie. Und im Herrenzimmer rechnen wir dann ab. Pro Buch einen Taler. Oh, die Bücher schnappe ich jetzt gleich alle, während der Vater seine Märchen erzählt. Brause. Meine Leute, habt ihr eine Ahnung von der steilen Ostwand? In diesem Jahr sind 16 Partien eingestiegen, davon sind 17 nicht mehr zurückgekehrt. Was? Phänomenale Leistung. Ja, aber verzau. Wieso aber 17 von 16? Jawohl. Eine Gruppe hat ja schon beim bloßen Anblick der Wand der Schlag getroffen vor Schrecken. Der Herr Lallinger kann es bezeigen, was das heißt. Hochtourist sein, ja. Gell? Das kann man gar nicht schildern.
So was muss man erlebt haben. Du bist ein Held, Franz. Ach bitte, Herr Rheinthaler, erzählen Sie doch. Schildern Sie doch die Touren, die Sie mit meinem Mann machten. Die meisten Touren täten Sie ja gar nicht verstehen. Zum Beispiel, was die Ostwand von der Schneespitzen aus ist. Die geht 600 Meter pfeilgerade von der Alm bis zum Gipfel. Da sind wenig Riss, wo man sie nur gerade mit den Fingerspitzen ankrallen kann. Ein kleines bisschen nachlassen und schon bist du eine tote Leiche. Das ist ja schrecklich. Phänomenal. Ja, das kostet Kraft und Nerven. Abgerissene Fingernägel und zerschundene Knie. Ja, ja, aber nur in der Gefahr zeigt sich der Mann und die Rheintalers. Da kann man sich verlassen. Und wie ist das mit dem Schwindel in den Bergen? Können Sie mir das sagen? Der Schwindel, ja. Der Schwindel, der ist da herunten viel größer wie da oben. Haben Sie das gehört, meine Herrschaften? Immer schlicht und bescheiden. Eben der echte Sohn der Berge. Wie gefällt dir dieser Einbruch der Natur in euren zivilisierten Salon? Jedenfalls besser als unsere verweichlichte Umgebung. Oha, verstehe ich? Nein, gar nicht. Na, wie gefällt's Ihnen? Gut. Nett ist es, Fräulein. Oh, wie galant. Ich dachte, männliche Komplimente sind dir zuwider. Ehrliche nicht. Bitte setzen Sie sich doch. Erzählen Sie mir von Ihren Bergen. Wollen Sie eine Geschichte von Ihrem Vater hören? Nein, danke. Die kenne ich schon. Du bist so blass, Alex. Was hast du denn? Oh. Sei ein Mann, Alex. Was hat denn das, Fräulein? Komplexe. Tut das weh? Oh, schade. Das wäre sonst ein sauberes Mädel. Kein Wunder, wo so viel Seife im Haus ist. Wollen Sie mir einen Gefallen erweisen? Ja, ist schon möglich. Was? Sie sollen den Fräulein den Hof machen. Na, bitte schön, setzen Sie. Verliebt tun, ihr Schmeicheleien sagen. Ja, Sie sind gut. Warum machen jetzt Sie das nicht selber? Ja, das hat seine Gründe. Also wollen Sie oder trauen Sie sich nicht? Oh mein, das wäre die erste, an die ich mich nicht hintraue. Also abgemacht. Sie bekommen von mir auch etwas dafür, wenn Sie ein bisschen den Kopf verdrehen. Ach, geh weiter. Da verlange ich nichts. Das Fräulein gefällt mir ja. Da mache ich alles umsonst. Das Fräulein ist meine Verlobte. Ach so? Gratuliere. Danke. Und dass ich Ihnen einen so eigenartigen Auftrag erteile, das wundert Sie gar nicht? Nein. Wollen Sie keine Erklärung meiner Absicht? Wissen Sie, bei den Sommerfrischler, da haben wir uns das Wundern abgewöhnt. Der Rheintaler hat der Herr Lalinger zu mir gesagt, wie wir uns ganz zerschunden und durchfroren am Gipfelkreuz festgebunden haben, damit uns der Wind nicht unterreißen hat können. Rheintaler hat er gesagt, Rheintaler, ich habe noch nie einen solchen Bergführer gehabt als dich. Direkt geschrien hat er's, ja, weil ich ihn ja sonst nicht verstanden hätte. So hat der Sturm georgelt. Herr Lallinger, habe ich zurückgebrüllt, der Bergführer ist immer gut, wenn der Steiger gut ist. Und der Herr Lallinger ist ein Steiger erster Klasse. Du bist ein sauberer Freund, die Rheintaler. Ja, ich kann nichts dafür. Wie kommen denn die hierher? Na ja, reg dich nicht auf. Ich tu's für uns beide. Meine Herrschaften, mein lieber tapferer Franz, ich habe eine großartige Idee. Wir alle begleiten dich auf deiner nächsten Tour. Ich muss deine Taten sehen. Ich bin erledigt. Als Präsident des Wanderclubs vom Fels zu Meer 1887 will ich mich mit meinen Bergkameraden anschließen, um Zeuge der phänomenalen alpinen Großtat unseres Ehrenmitglieds zu sein. Jawohl. Wir wollen eine ihrer großen Steigereien miterleben. Ah, aber nicht doch, nicht doch. Johanna, lass uns nach Kissingen gehen. Von den Bergen habe ich heuer genug. Ich liebe eigentlich die Berge nicht, aber jetzt muss ich das Eldorado deiner männlichen Kraft kennenlernen. Aber Heinz, Herr Rheintaler, bitte schlagen Sie eine Tour vor. Ja, da gibt's nichts Besseres als wie die Ostwand. Warum? Weil die am meisten Kraft, Ohrensausen und Atemnot kostet. Ja, in der Ostwand geht's um Leben und Tod. Na, der Herr Lallinger kennt's ja, gell? Nein, niemals gebe ich zu, dass ihr alle zuschaut beim Steigen. In meinen Bergen, da will ich allein sein mit der Natur. Und außerdem bin ich ja kein Hampelmann, der für andere Leute zappelt. Ja, ja, wisst ihr denn auch, dass das lebensgefährlich ist? Das Zuschauen nicht. Verlass mich nicht, Julius. Ich bin dein Freund, ich fahre nicht mit. Na, Lallinger, schlägt ihr Herz nicht schon schneller, je näher wir den Bergen kommen? Noch schneller, mir genügt so schon. Wieso? Ist doch ein herrlicher Tag heute. Eitel Sonnenschein. Na, ich sehe schwarz. Darf ich fragen, was gnädiges Fräulein sehen? Im Moment gar nichts, es ist ja finster. Und nun, bei Licht besehen? Über die Proyogomia der maskulinen Hyperasthenie. Pardon, ich wollte nicht stören. Nun, Fräulein Lore, kommt die Zugspitze bald in Sicht?
Die Zugspitze kann man nur in den Kurven sehen. Sollten Sie aber den gleichnamigen Berg meinen, so sind wir bereits vor 15 Minuten daran vorbeigefahren. Glatt übersehen. Phänomenal. Das hat mir auch keiner an der Wiege gesungen, dass ich noch einmal über Alpinismus schreiben muss. Dann spielen Sie doch mit uns als vierter Mann. Dann passt eben jedes Mal einer von uns. Meine Herren, und nun von hinten durch die Brust. Wieso passen Sie von hinten durch die Brust? Was soll denn das heißen? Station! Mal sehen, ob ich was zu trinken bekomme. Lore, versäum dich nicht. Hakenberg, 5 Minuten Aufenthalt. Fräulein. Schnell. Darf ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, bitte, ich hätte gerne eine Limonade oder so etwas. Einen Moment, bitte. Bitte, hier, der Salat. Herzlichen Dank. Sie müssen sich aber beeilen, der Zug hält noch 5 Minuten. Na, schmeckt das nicht? Doch, aber ich kann nicht so schnell trinken. Es prickelt so. Ist der Durst gestillt? Mhm. Na also, dann ist ja der Zweck erfüllt. Der Zug fährt ab. Höchste Eisenbahn. Ein fremder Mann hat sie mit sich genommen. Wenn ihr noch nichts passiert. Herr Rohling hat sie einfach im Arm gepackt und in den Wagen gezogen. Phänomenal flegelhaft. Hans Xaver, du sagst ja gar nichts. Ist es dir denn gleichgültig, was mit deiner Tochter auf der Reise passiert? Du hast diese Reise gewollt. Du ganz allein. Ich? Jawohl. Und was auch passiert, kommt alles auf dein Konto. So. Mama wird mich schön runterkanzeln. Ja, Sie können ja auf der nächsten Station wieder umsteigen. Ich hab's gar nicht so eilig. Oh, das freut mich. Ich bin nämlich eigentlich gewissermaßen geflohen. Ach. Darf ich wissen, vor wem oder was? Ein Reisegefährte ging mir auf die Nerven. Aha. Aber warum erzähle ich das einem Fremden alles? Verzeihen Sie, Hans Lindenburg, Schriftsteller. Lore Lallinger, Papa schreibt auch. Briefe aus den Bergen. Oh, das interessiert mich ganz besonders. Ich liebe Sie. Die Berge meine ich. Ach so. Darf ich Sie etwas fragen, Frau Lallinger? Nein. Das dürfen Sie nicht. Sie sind streng, aber reizen. Wohin fahren Sie? Nach Innsbruck, aber nur für eine Nacht. Dann geht's auf die Rheintaler Hütte. Auf die Rheintaler Hütte? Mhm. Sehr schön. Die Reise nach Passau, die hat sich bei dir wohl aufs Hirn geschlagen. Vielleicht, Dresal, in der Stadt, das ist elegant. Da kann man noch was dazu lernen. Du, wenn ich dahinter komme, dass du von so einer Stadtmadame was dazugelernt hast, dann zerreiß ich dich in der Luft. Später, Resal, später. Erst muss ich nun unter nach Innsbruck zu 2 saubere Mädchen. Oh, du Halogri! Hey, ja, bist denn du narrisch worden, du Ganzviertel? Mensch, aber ich werd's voll. Frag deinen Buben, warum? Ist er wieder ein rechter Halogri gewesen, vor wem er das nur hat? Ja, von dir, du alter Bazi. Ein telegrafisches Zimmer bestellt auf den Namen Lallinger. Lallinger? Etwa Direktor Lallinger? Ja, ja, der. Habe ich etwa für Sie immer... Natürlich haben Sie für mich immer alles besorgt. Wir kennen uns doch. Ich habe doch erst kürzlich 3 Wochen hier gewohnt. Ach ja, Direktor Lallinger aus Passau. So ist es. Also jetzt schauen Sie schon nach. Vor 3 Tagen habe ich die Zimmer bestellt, möglichst mit Bad. Tut mir leid, wir sind ausverkauft. Schon seit 8 Tagen. Ja, sollen wir denn auf der Straße übernachten? Aber es ist ja viel zu kalt, Johanna. Wenn hier keine Zimmer mehr frei sind, dann fahren wir mit dem nächsten Zug zurück nach Hause. Das ist nicht nötig. Ich hätte eventuell noch einige Kammern. Allerdings nicht komfortabel und leider im Dachgeschoss. Ach, Dachgeschoss ist ja viel zu hoch. Da ist die Luft so dünn. Komm, wir fahren heim. Nein, jetzt bleib ich. Bravo. Außerdem ist es ja nur für eine Nacht. Lore, wo willst du hin? Mir fehlt ein Koffer, der muss noch draußen sein. Nett, dass Sie gekommen sind. Sie wollten doch gern das Buch von Papa, aber Sie müssen es mir morgen wiedergeben. Sie werden viel Freude damit haben. Sicher. Besonders, wenn ich Sie morgen beim Aufstieg wieder treffe. Es wird nicht gehen. Mama, passt so auf. Ich rufe 3-mal wie ein Kuckuck. Dann reißen Sie einfach aus. Und wenn nun wirklich ein Kuckuck ruft? Unbesorgt, ich bin der einzige Kuckuck in der Gegend. Auf Wiedersehen morgen. Vielleicht. Mal sehen. Darf ich den Herrschaften einen Tisch im Saal für unseren bunten Abend reservieren? Erstklassige Attraktionen? Die Fische Tiamare tritt auf, ein rassiges Ballett. Ah, oh, das interessiert. Nein, danke. Wir machen lieber einen Spaziergang. Ich war mir nicht, du erklärst mir doch die Berge, die du schon alle bestiegen hast. Aber Johanna, von unten interessieren mich die Berge überhaupt nicht. Ich gehe zum Ballett. Franz Xaver? Oh, Johanna, ist mein letzter Wille. Wie meinst du das? Ja, die Schneespitze ist ein verteufelter Berg und die Ostwand ein Menschenfresser. Mach mir keine Angst.
Aber Mama, gönne Papa doch diese Freude. Der letzte Wille eines Mannes muss respektiert werden. Also gut, dann reservieren Sie einen Tisch für heute Abend. Nein, ich suche ihn lieber selbst aus. Dann weiß man, wie man dran ist. Das ist doch eine bodenlose Frechheit. Wort für Wort mein Buch. Glatt abgeschrieben. Ah, Herr Direktor Lallinger, kann ich noch mit etwas dienen? Aber selbstverständlich. Also, lieber Franz, Sie haben sich vorhin ganz großartig aus der Affäre gezogen. Jetzt stimmt der Laden. Bitte schön. Danke sehr. Die Frau Gemahlin hat also nichts gemerkt. Ja, nicht das Geringste. Und jetzt möchte ich gerne einen Tisch bestellen für den bunten Abend. Aber recht nah an der Bühne. Ich bin nämlich kurzsichtig, verstehen Sie? Vollkommen. Das Ballett hat süße Beine. Ja, hallo, Direktorchen. Sie sind hier? Nein, ich sehe ihm nur ähnlich. Was will denn dieser? Fräulein Timari, der Star unseres Abendprogramms. Hallo, Direktorchen, du Scheißer, Sepp, aufhalten die Dame! Ja, Fräulein Fritzi, Sie sind auch wieder da. Lass mich doch los, du Trottel. Warum? Ich bin ja froh, wenn ich sowas Danziges im Arm habe. Ja, aber ich muss doch unbedingt den Herrn Direktor sprechen. Er will mich doch engagieren. Was, der Herr Lallinger will ja. Ihnen engagieren? Er hat es mir doch versprochen. Sag mal, Sepp, was macht er eigentlich hier? Oh, Reih und Leid. Morgen früh führe ich ihn mit seinem ganzen Anhang auf unser Hütten ab. Sepp, das ist ja großartig. Da kommt er mir nicht mehr aus. Danke dir sehr. Du und den Trottel nehme ich zurück, ja? Eine nette, aber Spinne, die Gors. Sepp! Ja, da ist er her, der Herr Lindenburg. Da wird sich der Vater aber freuen, wenn ich ihm's erzähle. Na, ich komme ja morgen auch zu euch hinauf, wenn meine Konkurrenz die Ostwand macht. Ja, wissen Sie die Geschichte auch schon? Na, alles weiß ich. Auch sein Buch, das ich geschrieben habe, ist mir bekannt. Au, Wezek. Da wird der Herr Direktor morgen wahrscheinlich nicht mehr auf den Berg steigen können. Im Gegenteil, er muss. Und wenn er auf allen Vieren kriecht. Was machst du denn da? Ja, mir ist etwas hinuntergefallen. Wahrscheinlich das Herz in die Hose. Ja, hast du denn überhaupt einen Tisch bestellt für den bunten Abend? Na, selbstverständlich habe ich, aber ich gehe nicht mit. Mir ist der Abend zu bunt. Aber ich kann doch die Kinder nicht allein gehen lassen. Das schon, Mama. Aber vielleicht verfahren nicht. Doch, geht nur hin und amüsiert euch. Aber ich bin müde, ich lege mich schlafen. Wer weiß, was mich morgen erwartet. Um 5 holt der Vater hier ab, dann geht's dahin. Tuchfühlung ist die Hauptsache beim Tanzen. Sieh doch mal, Karl, wie dieser Mensch mit meiner Tochter tanzt. Alice würde sagen, ich tanze, wie ich will und so, wie es mir passt. Aufhören. Bitte aufhören. Ich kann nicht mehr. Also, wir drücken mir ja fast die Rippen ein. Mir scheint sie kein nichts Kräftiges vertragen. Auf die Zigarren neulich ist sie mir auch schlecht geworden. Die Luft ist ja ausgegangen. Ich denke, wir haben jetzt alle genug von diesem reizenden Abend. Wir gehen zu Bett. Morgen früh müssen wir wieder frisch sein. Geh wegen dem Spaziergang, weil da schon was dabei ist. Machen Sie ihn ja doch nicht älter, als wie Sie sind. Geh mir auf die Nerven mit Ihren Komplimenten. Immer witzig, das selbst. Gute Nacht. Guter Mond. Vielleicht bin ich morgen auch schon so kalt und bleich. Direktor F.X. Lallinger? Das bin ich. Drückeberger, morgen wirst du staunen, was passiert. Dein Schatten. Die Fritzi. Wo gibt's keine Eisenbahn, Straßenbahn, Rollschuhbahn, aber wo gibt's Enzian? Noch raten Sie mal, wo? Von der Geiß und wenn man Glück hat, Edelweiß, wo sind die Leute beim Hollerio so glücklich und so froh? So was gibt's. Das ist die Fritze. Die kommt jedes Jahr hierher. Die ist Käse, die hat so manchen alten Gurkel närrisch gemacht. Man geht mit seiner Sennerin zur Senne hin und in die Sennerin. Und wenn man schon so hoch steigt, ist man schnell im Himmel drin. Ja, sowas gibt's. Sie haben mit Fräulein Alice sehr mit Hingabe getanzt. Warum? Ist ja nicht recht. Ich kann's auch bleiben lassen, wenn Sie wollen. Ganz im Gegenteil. Nur so handgreiflich wie vorhin beim Tanzen dürfen Sie nicht werden. Also gut, aber ich bin sonst nicht für halbe Sachen. Tut mir leid, Sepp. Aber die ganze Sache ist meine Sache. Einverstanden? Ausnahmsweise. Aber das ist ein schwerer Auftrag.
Reindoller. Ach, Reindoller, das ist Seil. Seil, Reindoller. Reindoller, Seil. So, ich rutsch. Wo steh ich jetzt? Also, Fritzi. 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 Reindoller. Reindoller, Seil. Ich hab's nicht, Reindoller. Reindoller, ich fliege, Reindoller. Sei mal viel zu kurz. Du darfst aber nicht verraten, von wem du den Brief hast. Ah, woher? Der ist im Hotel abgeben worden, sag ich. Und du gibst ihn dem Lalinger erst auf den Weg. Nichts anderes, auf mich kannst dich verlassen. Ich mag nicht mehr. Das ist ja eine Schinderei. Mir geht doch der Dampf aus. Das ist nur am Anfang. Wenn Sie mal 5 Stunden gestiegen sind, dann gewöhnen Sie sich schon dran. Ach, Sie haben ja ein Gemüt wie ein Fleischerhund. Ach, du liebe Zeit. So eine kleine Sünde und so eine große Strafe. Reintaler, ich kann nicht mehr. Herrschaftszeiten! Was ist denn los, um Himmels Willen? Jetzt hätte ich bald vergessen. Ich habe einen Brief für Ihnen. Was, ein Brief für mich? Ja. Ja, von wem denn? Vielleicht ist der Abschiedsbrief von Ihrer Frau Gemahlin. Ach. Ein Hotelbube hat man gegeben. Ach, du liebe Zeit. Von der Fritzi. Schwindler, du bist erkannt. Noch 36 Stunden und deine Frau weiß alles. Dein Schatten. Reintaler, dieses Weib macht mich noch fertig. Los, Reintaler, hinauf in die Berge, hinweg von diesem Tag- und Nachtschatten. Und sowas nennen die Leute Vergnügen. Reintaler, das ist ja fürchterlich. Wenn ich davon eine Ahnung gehabt hätte, wäre ich doch nie allein in Urlaub gefahren. Reintaler, meine ich nie. Das vergeht schon wieder. Das ist der sogenannte Knieschnackler. Was heißt Knieschnackler? An mir schnackelt überhaupt alles. Da hilft nur eins. Rese! Richt den Enzian her! Ja, gleich! Wissen Sie, mein Enzian, der geht ins Blut. Der wiegt Tode auf. Das Glaserl kostet allerdings eine Mark. Aber dafür spürt man hernach kein Ungemach mehr, wenn man den getrunken hat. Doch, da ist der Enzian. Ist hier nicht gut. Na, ihm. Ah, oh, der tut gut. Da bin ich aber froh. Reintal, jetzt kriege ich, glaube ich, den Wadenkrampf. Oh, meine Füße. Die singen ganze Arien. Jetzt schon? Oh. Ja, wie wird es erst morgen in der Ostwand? Ach, diese blöde Ostwand. Ich habe schon geträumt davon. Ist nur gut, dass wir zwei allein da heraufgekommen sind. Sonst wäre jetzt schon mein Bergsteiger rum zerronnen wie Schmierkäse. Gehen Sie rein zu der Resi, sie soll Ihnen ein Fußbad herrichten. Ist recht, Reintaler. Und das eine sage ich Ihnen, Reintaler. Wenn Sie jemals eine Frau vom Theater zu Festen und Freuden verführen will, lass uns die Finger davon. Ist nicht mehr rentabel in unserem Alter. Was heißt in unserem Alter? Ich bin erst 58. Können Sie uns eine lohnende, nicht zu anstrengende Tour empfehlen? Gehen Sie auf die Reintalerhütten. Da ist ein berühmter Alpinist und der möchte die Ostwand von der Schneespitzen machen. Ah! Oh, ich bin doch keine Sau, die man brüht. Ja, mei, heiß muss sein, das regelt das faule Blut. Ach, Sie sind ja ein taufrisches Herzerl. Und Sie sind ein knieweicher Stachel. Schön. Um alles in der Welt, Herr Stuckmeier. Bleiben Sie einen Moment stehen, ich muss mich verschnaufen. Das ist das Verkehrteste, was Sie tun können, Gnädigste. Sie müssen immer gleichmäßig weitermarschieren, wie ein Uhrwerk. Eins, zwei, ich habe gedacht, Bergsteigen sei ein Vergnügen, das ist ja eine Strapaze. Eins, der Rundblick entschädigt ja für alle Strapazen. Eins, zwei, wer rastet, der rostet. Eins, zwei, wer rastet, der rostet. Eins, zwei, wer rastet, der rostet. Eins, zwei. Über diese Balken soll ich ohne Geländer? Nein, darüber komme ich nie. Vertrauen Sie meiner alpinen Praxis, Gnädigste. Männer von 1887. Halten Sie mich fest. Nein. Ach, ich hab's ja gesagt. Es ist so glatt. Vorsichtig, bitte. Kuckuck, kuckuck. Lore, beeile dich. Bleib bei uns. Nicht stehen bleiben. Nicht reden beim Steigen. Eins, zwei. Wer rastet, der rostet. Eins, zwei. Ich verstehe nicht, wer rastet, der das schön finden kann. Eins,
zwei, der rastet der Rostet. Eins, zwei, der rastet der Rostet. Eins, zwei, der rastet der Rostet. Eins, zwei, der rastet der Rostet. Na endlich, Rheintaler Hütte. Ach, hier ist es. Hier ist gut. Huch, mein Modell! Mann, sind Sie wahnsinnig geworden. Machen Sie doch die Augen auf. Wissen Sie überhaupt, was das Hühnchen kostet? Ist doch mir wurscht. Ich will ja den DJ nicht kaufen. Sieh, das ist mein bestes Stück. Mit dem habe ich noch jeden Theaterdirektor fertig gemacht. Apropos Theaterdirektor, ist Herr Lallinger schon hier? Gar lieb, aber schein. Es lässt sich schwer fangen, aber vor Flohen. Was für eine Unverschämtheit! Welches Riesenrindvieh hat er? Direktorchen, Sie? Nein, wie ich mich freue. Die Fritzi. Blasen habe ich mir gelaufen, um Sie zu treffen. Ich muss Sie unbedingt sprechen, Dickerchen, ja? Ich komme sofort zu Ihnen herauf. Nein, lieber nicht. Ich komme hinunter. Sagen Sie mir bloß, wie kommen Sie denn hierher? Ja, aber Direktorchen, das wissen Sie doch. Ich folge Ihnen wie Ihr Schatten. Ja, leider. Aber was wollen Sie damit bezwecken? Sie haben mir doch ein heiliges Versprechen gegeben. Was, ich? Ja. Niemals. Oder ich war nicht ganz nüchtern. Ja, aber hallo, Sie wollten mich doch zu sich nehmen. Hä? Ja, fest engagieren an Ihr Theater. Ach, mit Ihrem Theaterfilm machen Sie doch total verrückt. Aber Direktorchen, hallo. Ach Gott, was? Seien Sie doch ein bisschen netter zu mir. Buddel. Ja, buddel. Ich denke nicht daran. Lassen Sie mich in Ruhe. Was ist nur los? Entschuldigung, jetzt kennt mich, ich habe schon geglaubt. Ich könnte für immer bei ihm bleiben. Ach, der wird ja genügend. Und jetzt sitze ich doch. Ja, ich auch. Aber das eine sage ich Ihnen. Ich bin nicht gewöhnt, so lieblos behandelt zu werden. Och, Sie sind ja ein Stockfisch. Nein, verheiratet. Jetzt kann ich Papas alpine Schwärmerei erst richtig verstehen. Naja, er schreibt so naturliebend von den Bergen, so unverfälscht. Papa kennt doch die Berge und ihre Reize sehr genau. Seine abgeschriebenen Briefe, ich meine das Buch, habe ich so genau studiert, dass ich Wort für Wort her sagen könnte. Wirklich? Mhm. Es ist lieb von Ihnen, dass Sie so nett über Papa sprechen. Ihr Papa kann von Glück sagen, dass er eine so entzückende Tochter hat. Na, jetzt hören Sie doch zu heulen auf und putzen sich die Nase. Bring mich an die größten Schwulitäten. Schauen Sie bloß, dass Sie wegkommen. Meine Frau ist doch im Anrollen. Ach so, na jetzt verstehe ich erst. Na also. Die Frau Direktor. Na, da bleibe ich gerade. Was? Sie? Werden Sie bloß nicht frech? Sonst werde ich unwirsch. Aber Schnupselchen, ich liebe Sie doch. Ach, bedrohen Sie mich nicht schon wieder. Na, war es denn nicht schön in München? Hm, wunderschön war es. Nippe. Franz Zauber! Mein Zornröschen, meine Frau. Jetzt zeigen Sie, was Sie können. Was soll das bedeuten? Wer ist diese Person? Ja, ich bin die Versteckristel und muss wieder Orbi auf Innsbruck zu meiner ledigen Mutter. Fürti Gott, ich muss weiter. Bussi, Frau Direktor. Entfernen Sie sich. Nur noch nicht, ist mir eh lieber. Bleib gesund, Vater. Wieso Vater? Ja, weißt du, Johanna, die sagt zu jedem Vater, weil sie keinen hat. Das ist ja eine unmögliche Person. Ja, zugegeben, aber so sind eben die Sitten und Gebräuche hierzulande. Weißt du, wo wir den Hut ziehen, da küssen die eben. Eigentlich ein schöner Brauch, ne? Franz Xaver, du fährst mir nie mehr in die Berge. Aha. Na, die guten Einfälle kommen leider bei dir auch immer zu spät. Sagen Sie, Herr Rheintaler, ist das wirklich Brauchtum hier? Wie mein Mann sagt, so mit Küsschen? Ja, freilich, so sind wir. Phänomenal. Lieber Brandl, was Sie da eben gesehen und gehört haben, erwähnen Sie Ihren Reisebericht lieber nicht. Hat er schon wieder eine, der Haderlump? Na, also, was für Zimmer haben denn die Herrschaften? Ich will's dem Fräulein zeigen. Dem Fräulein zeigst du gar nichts. Die hat überhaupt kein Zimmer. Die einzigen Zimmer, die wir haben, hat unser Stammgast und die zwei Alten. Alles andere schlaft im Heu. Frau, aber ehrlich, deine Geschlechtsgenossin. Bitte noch einen. Nein, fang mich doch. Wehgetan? Mm-mm. Hans, was wird Mama dazu sagen? Ich werde noch heute mit deinem Vater sprechen. Sprich lieber gleich mit Mama, die hat doch das letzte Wort. Nein, ich glaube, mit deinem Vater werde ich mich besser verstehen. Wir haben so etwas Gemeinsames. Mm. Papa hat auch für alles Verständnis. Weißt du, was eine ganz kleine, winzige Notlüge kostet? Hm. 3.268 Mark und 50 Pfennig. Ich zeig dir's. Ich hab's aufgeschrieben.
In meinem Notizbuch habe ich alles aufgeschrieben. Schwarz auf weiß, ganz genau. Pass mal auf. Schau mal her. Ach ja, also. Meine Buchauflage aufgekauft, 3000 Mark. Schweigegeld für Rheintaler, 100 Mark. Reise der gesamten Familie hierher, 168 Mark und 50 Pfennig. Und dazu meinen ganzen Vorrat an Nervenkraft und Selbstbeherrschung. Und das alles, weil ich einmal gelogen habe. Ja, was hast du denn gelogen? Hat dir dein Vater nichts erzählt? Nein, kein Wort. Siehst du, das ist noch ein echter Freund, Respekt. Aber weißt du, Karl, ich brauche jetzt unbedingt einen Menschen, mit dem ich mich aussprechen kann. Ja, Karl, weißt du, ich war in München. Wo warst du? Ich habe eine Abkürzung gemacht. Und deshalb kommst du um Stunden später als wir? Ja, Mama, manche Abkürzung dauert eben länger als ein Umweg. Red keinen Unsinn. Es ist aber so. Wenn ich dir zum Beispiel auf dem kürzesten Weg die Wahrheit sage, dann schimpfst du stundenlang mit mir. Wenn ich sie dir aber auf einem Umweg beibringe, dann nimmst du sie eben ruhig hin. Kind, von wem hast du denn das? Von einem sehr klugen Mann. Es gibt keine klugen Männer. Ja, warum sagst du denn deiner Frau nicht die Wahrheit? Die Wahrheit? Ja, lieber Karl, wir Lallingers werden alle sehr alt. Und die Familie meiner Johanna, no, die kommen auch alle so an die 80. Ich müsste also noch circa 30 Jahre lang mit Johanna und der Wahrheit leben. Nö, 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 das hält ja kein Elefant aus. Lieber stürzt sich morgen ab. Also so schwer darf er seinen Fehltritt nicht büßen. Ich bin für eine Strafe. Ich verstehe das nicht, dass Sie so nachsichtig sind, wo er doch Ihr ganzes Buch abgeschrieben hat. Das beweist mir ja nur, dass er Angst hat vor seiner Frau. Und vor allem wollen ja Sie keinen toten Schwiegervater haben, ne? Sehr richtig. Und darum machen wir Folgendes. Franz? Bitte? Ist das die Ostwand? Ja. Und das da? Auch. Was soll denn das heißen? Beides sind Wände und beide sehen nach Osten. Aber du musst doch wissen, wie der Berg heißt. Ach, mich interessiert nur die Höhe. Ja, was ist denn mit dir? Du bist ja so merkwürdig. Ach, ich bereite mich vor auf das Kommende. Na, wie gefällt Ihnen die Ostwand? Rheintaler, mein guter Geist. Sagen Sie mir, Herr Rheintaler, welches ist die Ostwand? Die da. Was? Diese steile Wand? Ist ja unmöglich, da kommt doch kein Mensch hinauf. Der sieht von hier unten gar nicht so gefährlich aus, als wie er ist. Aha, nette Aussichten. Da soll mein Mann hinauf. Freilich? Das ist für den Herrn Lallinger ein Kinderspiel. Der klebt an der Wand wie eine Fliege. Hallo! Ist das das Rheintaler Haus? Hängt der Alpinisten in der Wand? Kann schon sein, fragen Sie ihn selber. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich alle die Leute unterbringen soll? Wir haben doch hier kein Sanatorium. Was gehen mich denn die Leute an? Naja, wegen Ihrem Mann, seiner dämischen Kreuzlerei, kommen die doch her. Rheintaler, Sie sind mein Lebensretter. Wenn Sie nicht dazugekommen wären, wäre jetzt alles schon vorüber. Warum? Waren Sie lebensmüde? Nein, aber meiner Frau wollte ich alles gestehen. Also doch lebensmüde. Na, Gewissensbisse, Rheintaler. Die Ostwand, die liegt mir im Magen. Aber kennst du, das ist ja ein Spazierweg für einen Mann, wie Sie sind. Also Ihre Wertschätzung, die macht mich direkt schaudern. Und wenn's wirklich einmal daneben greifen? Aha, bravo. Das sieht man von hier unten gar nicht. Was? Von hier unten kann man überhaupt nichts unterscheiden. Was sagen Sie? Von da unten kann man nicht unterscheiden, wer da oben in der Wand herumklettert? Auch mit dem Feldstecher nicht? Nein, gar nichts. Ja, Rheintaler, mir kocht ja die Seife hoch. Ich habe eine Idee. Endlich, einmal lang genug hat's gedauert. Da kann doch irgendein anderer für mich in die Ostwand herumklettern. Ja, aber wer? Die ich kenne und die ich geführt habe, die sind alle abgestürzt. Und der Sepp? Ja, ob sich der Sepp als Bergsteiger zu so einem Schwindel hergibt. Also, Rheintaler, Sie müssen unbedingt mit ihm sprechen, ja? Der Sepp kriegt von mir ein fürstliches Trinkgeld. Ein königliches, wenn er für mich klettert. Jeden Wunsch erfülle ich ihm. Ruhe! Fräulein Resi, wollen Sie uns gütigst Auskunft geben, wo die Damen schlafen sollen? Ja, da oben halt. Ja, aber da haben wir Herren uns doch bereits etabliert. Das macht doch nichts. Ja, aber erlauben Sie, es befinden sich doch Damen erster Gesellschaftskreise darunter. Ja, das verstößt doch direkt gegen die Sittlichkeit. Ja, das kommt auf die an, die zusammen schlafen. Das ist ja nur ein Raum. Wir sind gewohnt, uns des Nachts zu entkleiden. Das können Sie ja, wenn Sie sich die Damen gefallen lassen. Außerdem hängen wir eine Decke dazwischen. Da kann überhaupt nichts passieren. Der Kampf der Geschlechter. Ihre Braut, die möchte ich ja gleich heiraten, wenn du keine Schneid hast. Ich hab schon Schneid, sag dich nicht. Warum hast du mich drauf hingesetzt, hä? Das war nur ein Spiel mit dem Feuer, aber jetzt ist Schluss damit. Ja, für dich vielleicht, aber mir macht's jetzt erst Spaß. Nein, Frau Lallinger, so einfach ist es nicht, wie sich die Leute das vorstellen.
in der Ostwand hängen, das ist kein Spaß. Über sich den Himmel, unter sich den Abgrund. Ein falscher Tritt, ein falscher Griff und aus ist's. Grässlich, hören Sie doch auf. Ja, es ist ja nicht damit getan, wenn einer kräftig und geschickt ist. Auch hier und hier muss alles in Ordnung sein. Und ich habe meinen Mann ahnungslos all diesen Gefahren ausgesetzt. Ja, Sie haben wohl die meiste Schuld. Ich muss ihn unbedingt zurückhalten. Das kann er nie. Das traue ich ihm einfach nicht zu. Haben Sie eine Ahnung, was dem alles zuzutrauen ist? Vater, komm raus, jetzt geht's los. FX Lallinger, das ist schon wieder für mich. Lügner. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Noch 24 Stunden und deine Frau weiß alles. Dein Schatten. Ich krieg ja den Verfolgungswahn. Ist denn dieses Weib immer noch in der Nähe? Ach, du bist's. Ich hab schon gedacht, der Bergschreck, der böse Geist. Franz, du fieberst ja. Ich bitte dich, lass ab von dieser Tour. Ich habe ja nicht gewusst, wie gefährlich das ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was du bisher schon alles auf dich genommen hast. Ja, davon hast du keine Ahnung. Aber jetzt lass mich schlummern, Johanna. Der morgige Tag muss mich bei Kräften finden. Sei. Heidi, komm raus, sie. Lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Komm zu mir raus. Komm heraus, Herzepuppe. Ich muss mit dir reden. In Ruhe. Wie soll man denn da schlafen können? Also, was ist? Gehst raus, sie? Oder ich komm rein? Still. Ich komm mir schon. Jüss, das ist ein wilder Bursche. Ja, wir haben es denn da. Was wollen denn Sie da? Eine Neuigkeit. Euch. Also, da bin ich. Was wollen Sie denn? Das werde ich schon wollen, wenn der Mond so schön scheint. Das ist keine Neuigkeit. Das ist schon was Altes von dem Halotri. Aber das Weiberleut soll sich schämen. Wenn Sie mondsüchtig sind, steigen Sie doch aufs Dach. Da unten ist bequemer. Was wollen Sie denn von mir? Ein Pusserl. Sie sind wohl wahnsinnig. Ja, nach dir. Sie, wenn Sie mich nicht sofort loslassen, dann schrei ich. Schrei doch, ich lasse dich nicht los, und wenn die ganze Welt zusammenläuft. Das ist Erpressung. Nein, das ist Liebe. Sie haben ja einen Vogel. Sie, was machen Sie denn da? Das geht zu weit. Komm, Alice. Ja, wieso? Sie haben es doch angeschafft. Gott, das ist eine Besinnung. Na, Herrschaftszeiten, haben wir es doch wirklich angeschafft. Das ist ja allerhand. Mir gegenüber spielst du die Kaltschnäuzige, am Mann eine Uninteressierte, und dann finde ich dich beim Tete-a-Tete im Mondschein. Schuld daran bist du. Man lässt ein schwaches Weib nicht schutzlos allein. Schwaches Weib? Ich habe wohl nicht richtig gehört. Du bist doch selbst Mannes genug, um dich zu schützen. Das bin ich auch. Ich will einfach nicht von einem Manne abhängig sein. Alice, verbittere doch nicht dir und mir das schöne Leben mit dieser überspannten Emanzipiertheit. Sei doch endlich, was du wirklich bist. Eine nette, kleine Frau. Richtest du, Karl? Fühlst auch nicht wieder du? Ich war schon immer recht dumm, Lise. Ah, Lise sogar. Komm, aber leise. Hier. Yes. Aber wir haben doch leise. Schick dich, Mann. Wo ist die Vierte? Aufsteh, halb fünf. Aufsteh, halb fünf. Wenn ich bitten darf, meine Damen, es ist halb fünf Uhr, wir müssen leider aufstehen. Hoch, ein Mann! Ich wünsche wohl, geruht zu haben. Sofort raus! Aufstehen! Raus!
Morgen. Alle guten Geister, was haben Sie denn vor? Jetzt ist doch keine Vorstellung. Ich gebe eine Matinee auf der Rheintaler Hütte. Dem tollkühnen Passauer Gipfelstürmer ein donnerndes Bergheil! 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 Und was kann ich der Geflügelzeitung mitteilen? Also Brandl, schreiben Sie. Sie? Also schreib. Mit ihr, in Klammern die Sonne, erwachte am frühen Morgen der stählerne Schwarzmann. Nichts konnte ihn beeinflussen, noch erschrecken und nichts zurückhalten. Ich flehe dich an, Franz, der Ostbahn fernzubleiben. Ich vergehe vor Angst. Endlich du auch. Ist ein scheußliches Gefühl, was? Aber Johanna, im richtigen Augenblick muss man die Ruhe bewahren können. Mich kann nichts mehr erschüttern. Komm gesund wieder, Franz, und bleib uns erhalten. Ich tue mein Möglichstes. Liebe Stuckmeier, in dieser Abschiedsstunde biete ich Ihnen das brüderliche Du an. Grüß mir die Belegschaft, wenn mir was Menschliches begegnen sollte. Rheintaler, mir nach. Lallinger, Bergheil! Wo ist denn eigentlich Lore? Ich weiß nicht. Sie hat sich nicht einmal von ihrem scheidenden Vater verabschiedet. Ihr Freund Tochter, die ist schon früh fort. Die ist mit dem Herrn Lichtenburg weggegangen. Mit wem? Deine Eltern werden Augen machen. So viel Überraschung auf einmal. Mama will's ja nicht anders. Nur Tatsachen können sie überzeugen. Es wird sich alles finden und in Wohlgefallen auflösen. Verrate Papa nichts. Aber verlass ihn auch nicht. Herrlich. Da behauptet Mama immer, es gebe keine klugen Männer. Halt, Rheintaler, halt! Das ist mein Ende. Rheintaler! So, wartet doch! Ich schwitze ja gern, aber doch nicht kübelweiß! Rheintaler, jetzt kann ich doch endlich das schwere Zeug und die Eisenhandlung ablegen. Jetzt sieht mich doch schon keiner mehr. Ja, haben Sie eine Ahnung? Der ganze Fleck ist eingesehen. So groß sind's von unten noch. Das ist ja furchtbar. Ja, warum habt ihr denn den Leuten die Feldstecher nicht abgenommen? Also lang mache ich das nicht mehr mit, Rheintaler. Ja, auf dem Papier steigen sich die Berg leichter. Ja. Was soll denn das bedeuten? Ich teile deinem Vater mit, dass du auch auf den Gipfel kommst, weil ich schon vor seinem Hiersein in den Kamin einsteige. Ist es nicht besser, wenn ich hier auf ihn warte? Nein, geh du nur brav dieser Markierung nach, dann kommst du auf gefahrlosem Weg auch auf den Gipfel. Bergheil Lore. Auf Wiedersehen als Verlobte. Rheintaler, sagen Sie mal, gibt es hier Geister? Bei uns in die Berg wird allerhand gerettet und glaubt. Ja, dann habe ich ein böser Geist am Bantel. Wie kommt denn sonst der Brief daher? Keine Ahnung. Briefträger kommt jedenfalls keiner darauf. Rheintaler, lesen Sie, ich bin so aufgeregt. Feigling, dies ist dein letzter Gang. In 12 Stunden weiß deine Frau alles. Dein Schatten. Oje. Kennen Sie den? Wen? Den Schatten da? Mir ist jetzt nicht mehr zum Spaßen. Der Sepp soll für mich weiterklettern. Ich mag nicht mehr. Ich gehe heim. Au, 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 mein Haxen. Ja, was hast denn, Josef? Den Knöchel habe ich mir ausgekegelt, fürchterlich. Was hat er sich getan? Ein Fuß hat er sich verknackst. Den müssen wir jetzt hinuntertragen und hinauf müssen Sie jetzt schon selber. Ja, nie. Ich bin doch kein Ochse, der sich willenlos zur Schlachtbank führen lässt. Ja, aber Sie wissen, da gibt's keinen anderen Ausweg. Au! Wir schauen doch sicher alle rauf. Bis jetzt ist noch nichts Bestimmtes zu sehen. Vielleicht ist das gar nicht die Ostwand, wohin Sie gucken. Meine Damen, ich bin der Vorstand des Wanderclubs von Fels zu Meer 1887. Das dürfte genügen. Au, au, Hilfe, Hilfe! Gib Notzeichen 6-mal in der Minute. Ich hab keine Uhr dabei. Ist was passiert? Sind Sie vielleicht Arzt? Richten Sie doch dem den Fuß ein. Er muss gleich in die Ostwand hinaus. Ach, ist das der berühmte Lallinger? Nein, der Lallinger bin eigentlich ich, aber für die Berühmtheit kann ich gar nichts. Aber ich bitte Sie, warum so bescheiden? Ich habe von Ihren Briefen aus den Bergen gehört. Ihretwegen bin ich extra heraufgekommen, um Sie in nächster Nähe zu beobachten, um Ihre Technik zu ergründen. Meine Technik ist eine ganz besondere. Die liegt nicht jedem. Steigen Sie immer durch diesen Kamin in die Wand ein? Ja, immer ist ja meine Route. Durch den Kaminquerfeld ein, über den Grat, durch die Schlucht und dann so weiter und hinauf. Fabelhaft. Ich werde hinter Ihnen nachklettern, wenn Sie das nicht stört. Ja, ansonsten hätte ich ja nichts dagegen, aber heute fühle ich mich nicht ganz wohl auf der Höhe. Aha. Ich klettere vielleicht gar nicht. Oh, das wäre aber schade.
Nicht nur wegen mir, aber da unten warten alle Augen auf Sie. Ja, auch die, Ihre Frau. Heilige Rübezahl, meine Johanna, mir bleibt keine Wahl, ich muss auf den Gipfel. Die Ostwand ist kein Kinderspiel. Ich habe Ihrer Tochter versprochen, dass Ihnen nichts zustößt. Was? Ich werde für Sie klettern. Ich kenne die Tour genau. Was, Sie kennen die Tour genau? Rheintaler, ich bin gerettet, der Herr will für mich klettern. Warum denn nicht? Ich habe doch alle Partien gemacht, die Sie beschrieben haben. So, so. Stimmt's, Rheintaler? Natürlich, Herr Lindenburg. Lindenburg? Jetzt bin ich erledigt, mir wird ganz schwach. Halt, nicht abstürzen! Ich will mich doch heute Abend mit Ihrer Tochter verloben. So? Und vorher müssen Sie mit Ihrer Frau für mich reden. Ja, nie. Lieber steige ich barfuß in die Ostwand. Machen Sie keinen Unsinn. Geben Sie mir Ihre weiße Jacke, damit das Publikum auf der Hütte auch glaubt, dass Sie klettern. Ja, ich danke. Und jetzt gehen Sie runter und reden mit Ihrer Frau. Ach du liebe Zeit, was stehe ich aus? Meine Frau wird Augen machen, wenn sie das alles erfährt. Wie schauen denn Sie aus? Ist Ihnen was passiert? Ach, was Sie denken. In den eiskalten Bach bin ich geplumpst. Und jetzt bin ich nass bis auf die Haut. Ach, Sie, Fräulein, haben Sie nicht ein kleines Zimmer für mich? Ach, bitte. Ich bin auch eine liebe Bekannte von Herrn Direktor Lallinger. Ja, der ist nicht da, aber die Frau Direktor. Nein, 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 danke. Die möchte ich lieber nicht treffen. Ach, ich will überhaupt niemanden sehen in dem Zustand. Na ja, dann gehen wir hinten rein durch den Stall. Da sieht Ihnen niemand. Das ist schön, ja. Da ist er! Hallo. Gleich links! Ja, ich sehe Sie! Ich sehe Sie! Jetzt werden da unten alle auf die weiße Jacken schauen. Wissen Sie, dass die Jacke Fräulein Lore gestrickt hat? Wirklich? Darum macht sie mir so warm. So, die seidenen Fetzen sind trocken. Die imitierte Lederne, die braucht natürlich noch eine Zeit lang. Dankeschön, Resel. Sie sind das sonnigste Wesen, was ich kenne. Da kennen Sie mich aber schlecht. Phänomenal! Lallinger schwebt zwischen Himmel und Erde. Ich habe ihn gewarnt. Ich wollte ihn zurückhalten. Ich bin schuldlos. Abgebrochen. Jetzt ist in einer Spalte verschwunden. Ist er abgestürzt? Leider noch nicht. Was sagen Sie da? Sind Sie wahnsinnig geworden, die herzlose Gans? Oh! Sofort nehmen Sie das zurück. Die Gans ist meine Braut. Bitte Ruhe. Jetzt beginnt erst die schwierige Tipperei. Sie traversieren ein schmales Band. Der Herr Gemahl macht das großartig. Phänomenal. Und ich habe nur einen Wunsch, dass er gesund zurückkommt. Was nützt mir Ehre und Ruhm, wenn er abstürzt? Jetzt ist er oben. Er fasst Fuß. Er springt sich auf den Grat. Eine großartige alpine Leistung. Direktorchen, da sind Sie ja. Mein Schatten, wie kommen denn Sie in mein Bett? Sofort gehen Sie raus und verduften. Na, sofort raus, wenn meine Frau Sie hier entdeckt, dann hätte ich ebenso gut der Ostwand sterben können. Ja, aber Herr Direktor, ich kann doch nicht, ich habe doch unten nichts an. Das ist mir ganz egal, raus aus meinem Bett. Nein, bitte. Also raus. Bitte nein. Also sofort raus. Bitte nein. Raus. Also raus. Also gut, bitte, wenn Sie wollen. Ach. Gott, bleiben Sie bedeckt. Ich muss auf den Gipfel. Weit weg von Johanna. Hallo, Direktorchen. Direktorchen. Meinen Sie mich? Eventuell. Herein. Oh, pardon. Ich warte. Bitte einzutreten. Gestatten, gnädigste Stuckmeier. Ich bin überrascht und sehr erfreut, gnädigste hier zu sehen, nachdem ich bereits im Hotel die hohe Ehre hatte, gnädigste in ihren phänomenalen Darbietungen bewundern zu dürfen. Charmant, charmant. Nehmen Sie Platz. Ja. Na bitte. Wie kommst denn du daher? Papa! Ich wollte zu dir auf den Gipfel. Das soll von hier aus gar nicht mehr weit sein, sagt der Lindenburg. Lindenburg, ja. Ja, kennst du den auch? Ich liebe Herrn Lindenburg, Papa. Sir? Und wenn ich ihn auch erst kurz kenne, ich weiß ganz genau, dass er dich nicht verraten wird. Bestimmt nicht. Besonders, wenn ich ihn darum bitte. Ja, dann bitte ihn doch darum, Lore Kind. Ja, aber du musst ihn doch erst kennenlernen. Ich kenne ihn ja. Er klettert doch für mich in der Ostwand. So billig hätte ich den Lallinger nicht davonkommen lassen. Der hat seine Sünden genug abgebüßt. Aber ein Mannsbild ist er doch. Wenn er auch ein Pantoffelheld ist. Er kommt schon. Die Lore zieht ihn rauf wie einen Toten. Meine Herren, jetzt wird's interessant. Ja, bei mir heißt Herz. So? Ein Herz hat jedermann. Und wenn es in der Hose sitzt. Ich halte dich fest. Ja, Lore, ja. So, hier. Komm. Ja. Wir sind auf Gipfel. Ach, ja, es wird aber auch höchste Zeit, Lore. Herrlich ist es hier. Das war alles ganz egal. Oh, ich bin am Ende. Am Ende meiner Kraft. Ja,
jetzt sind sie am Gipfel! Sie sind am Gipfel! Wo ist denn dein Kern, Klaas? Ist denn mein Franz auch dabei? Fehlt Ihnen etwas? Ja, vor allem die Luft. Also jetzt stehen Sie auf, schauen Sie runter, da drunten liegt die Rheintaler Hütte. Ja, ich werde wahrscheinlich auch gleich unten liegen. Antreten, meine Herren, der große Moment ist da. Weg den Berichterstatter auf. Nicht doch, Mathilde. Wo ist denn der Stockmeier? Stockmeier! Ja, aber ich bitte Sie, ich weiß ganz bestimmt, dass er Theaterdirektor ist. Na, ich habe doch geschäftlich mit ihm zu tun. Deswegen finden Sie mich ja hier. Wenn ich gnädigste hierin widersprechen darf, in diesem speziellen Fall weiß ich wirklich Bescheid. Herr Lallinger und ich erzeugen Seife. Oh. Ja, und ich bin mit 300 Mille an dem Unternehmen beteiligt. 300 Mille? In bar. Oh, wie interessant. Naja, und wie gesagt, Herr Lallinger persönlich interessiert mich nicht im geringsten, zumal ich jetzt weiß, dass er kein Theater hat. Was soll ich da noch sagen? Wenn es überhaupt etwas zu reden gibt, dann redet meine Frau. Und ich hatte gar keine Gelegenheit, mit ihr zu reden. Aber Herr Lallinger, ich habe für Sie geschrieben, ich bin für Sie geklettert und jetzt wollen Sie nicht mal für mich reden. Ich will ja, aber ich traue mich nicht. Sie kennen meine Johanna nicht. Wenn die darauf kommt, dass das alles Schwindel war, oh Heimatland, da kann ich ruhig abstürzen. Aber Papa, was soll denn daran Schwindel sein? Die Briefe waren von dir und handelten von den Bergen. Und auf dem Gipfel sind Sie auch, lieber Schwiegerpapa. Ob über die Ostwand, geht ja niemand was an. Ja, dann hat ja meine Johanna gar keinen Grund zu meckern. Dann stehe ich ja großartig da. Was denn da im Zimmer meines Mannes? Oh! Gnädige Frau, ich... Oh, diese Schande! Mein guter Ruf! Und Sie wollten in eine hochanständige Familie einheiraten? Pfui! Pardon? Ich ziehe die Konsequenzen. Darf ich Ihnen meine Braut vorstellen? Also Kinder, meinen Segen habt ihr. Und wir machen die Trauzeugen. Ja, machen wir. Also kehrt, da so was schaut man nicht zu, ihr Büffel. Mein Franz ist oben, ganz oben. Ja, 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 Lallinger, Bergheim! 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 Rheintaler, wir haben es geschafft. Jetzt stinkt der Laden.